Thema sein. Wie werden wir dieses Thema in der Saison umsetzen und was bedeutet es für dich, im Moment zu sein? Als Musiker glaube ich, jedes Mal, wenn ich musiziere, muss ich im Moment sein. Musik lebt nur im Moment. Aber mit dem Sein ist es nicht nur um im Moment zu sein, sondern es geht mehr um uns als Menschen, was wir sind. Nicht, was wir sein wollen, sondern wie wir menschlich im Moment sind. Das heißt, vielleicht nicht nur die helle Seiten des Seins, sondern auch die unschöne, die dunkle, die weniger perfekte, aber sehr menschliche Seiten. Wenn die Menschen zu uns ins Konzert kommen, dann erwarten sie häufig auch etwas Tolles, Schönes, Joy. Aber manchmal gibt es auch Stücke, die gehen sehr tief, die irritieren, die lösen Gefühle aus, gerade auch in der neuen Musik. Aber ich glaube, das ist das, was auch Mozart schon gemacht hat mit der 40. Sinfonie. Es ging nicht einfach nur um Unterhaltung, sondern um tiefe Gefühle und tiefergehende Momente. Absolut. Es gibt natürlich immer die Diskussion, ob Kunst sich nur mit Schönheit kümmert oder mit Wahrheit. Mhm. Ich bin natürlich für die zweite. Also das Tolle ist, dass wir auf diese Reise mit dem Triptychon auch 5 Artistic Partners mitnehmen. Wir haben Barbara Hennigan, wir haben Jean-Guyen Queyras, wir haben Reinhard Göbel, wir haben Andras Schiff und wir haben Caroline Shaw. Also 5 komplett unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten. Und die haben alle die gleiche Aufgabe eigentlich mitgekriegt, diese 3 Jahre mit uns zu denken. Das Schöne ist, dass dadurch langjährige Partnerschaft entsteht. Sie lernen auch das Orchester kennen. Sie wissen vielleicht nach dem ersten Jahr noch besser, was sie das zweite und das dritte Jahr programmieren können, weil sie einfach auch den Klang, die Musikerinnen und Musiker aus dem Orchester kennenlernen. Dominik, wenn wir programmieren, wir träumen zusammen. Und wir haben so viele Ideen. Es ist aber besonders schön, wenn diese Ideen dann Realität werden.